Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr dabei seid zu Rollercoaster Tycoon 3. Und ups, ja, ich baue jetzt hier ein neues Gebäude. Keine Attraktion, erstmal nur ein Gebäude. Das werde ich auch nicht so hoch machen. Das wird nur 4 hoch sein. Ein Glasgebäude. Einfach nur aus dem Grunde, weil ich was in die Kommentare geschrieben bekommen habe. Und es bezieht sich eigentlich auf das Schwimmbad. Da wurde mir gesagt, ich sollte doch ein Hallenbad mit Wasserrutschen und einem Freibad gemischt machen. Und deswegen baue ich jetzt hier ein Schwimmbad. Und werde damit auch das alte abreißen demnächst. Weil was ihr wollt, also gebaut haben möchtet, das baue ich euch natürlich sehr, sehr gern. Habe ich kein Problem mit. Ich dachte mir, so ein Glashaus wäre da nicht verkehrt. Klar, ich hätte auch noch eine vernünftige Halle setzen können. Ach, verdammt. Nicht aufgepasst. Und zwar muss ich das alles nochmal abreißen. Aber ist ja nicht so schlimm. Muss ich dann gleich nochmal vergleichen. Weil ich muss mit der Blickrichtung immer hier hingehen. Und ich habe es eben auch so sehen, in die Richtung gebaut. Nein. So. Ja, muss weg. Seht ihr, hier ist eine Kante drin. So. Na. Es ist jetzt ein Versuch, ob es so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich muss ehrlich sein, ich habe sowas selten gebaut bisher. Und es geht natürlich ordentlich ins Geld. Na? Aber, naja, gut. Gucken wir uns das hier nochmal an. Hier scheint alles richtig zu sein. Hier aber schon nicht mehr. Oder? Nee. Alles muss weg. So, 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 so und so. Okay, haben wir es ja gleich geschafft. Na, einen noch. Muss man es hier auch nochmal machen. Da habe ich nicht drauf geachtet. Verdammte Hacke. So. So. So.
So. Und so. So, und bevor ich jetzt hier weiter mache, möchte ich natürlich erstmal. Entschuldigung. Möchte natürlich erstmal das Schwimmbad hier drin bauen. Und zwar dachte ich mir. So. Dann drehen wir mal. So. Nee, da gefällt mir was nicht. Machen wir mal so und so. Sollst du weg? Weg. Genau. Wir zurückgehen. Umdrehen. Oh. Was ist hier los? Wieso ist das hier so komisch? Naja, gut. Dann müssen wir mal gucken, woran das liegen könnte. So. Und ja, dann gehen wir zurück zum anderen, weil wir haben kein Geld. Ich will jetzt hier nicht euch ewig warten lassen. Und wir nehmen den hier. Na? Geht das eigentlich auch anders? Auf mich rum zu sprudeln hier. Ja. Ja. So wird es gehen. Nochmal. Aber mal gucken, was passiert. Wow. So, auch das hier weg. Na. Und hier müssen wir anders vorgehen. Weil wenn ich jetzt hier den Boden weg mache, dann fallen sie runter und sterben. Oder sowas in der Art. Das wollen wir natürlich nicht. Also, ihr seht. Was ist das hier? Ja, die sind natürlich jetzt noch alle hier. Wir hätten das erschließen müssen, wenn sie rausgegangen, hätten wir nicht das Problem gehabt. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt hier das mal wegmachen. Das machen wir jetzt einfach mal. Dass die hier alle auf dem Weg stehen, gehen, hocken. Ist nicht so teuer. Das kann man noch irgendwie hinkriegen. Ich habe keinen Bock, dass die hier als verirrt rumlaufen. So. Hier noch. Da noch. Na, hab. So, da sind die wenigstens nicht alle verirrt. Das werden wir einfach nachher wieder abreißen. Hat jetzt natürlich richtig viel Geld gekostet. Aber das ist mir egal. Egal. So, dann gucken wir mal, was jetzt hier mit unserer Glasscheibe los ist. Ne, da war das nicht. Da war das. Und da. So, dann wollen wir die große Glaswand haben. Nein. So, dann
Was zählt denn das? Weg. Ah, da war das dran. Ah, okay. Glas. Was haben wir die Wände natürlich schon gemacht? Jetzt wollen wir das Dach draus. Glaswand, Glaswand. Ah, ne. Machen wir es mal so. So. Nein, wir dürfen das Dach noch nicht draufsetzen. Nein, 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 das wäre ein fataler Fehler. Das kommt nämlich erst später. Weil wir jetzt erstmal wieder aufs Schwimmbad gehen müssen. Sonst hätte ich wieder einen Fehler gehabt, dass ich nicht vernünftig bauen kann. Dann machen wir es einfach. Nein, so. Ey, was macht er denn da für ein Mist? Ey? Was macht er da für ein Mist? Nee. Was war das denn? Müssen wir mal kurz anheben. Na. Sind die Fenster doch hier einfach nur falsch? So. Und so. Dann wollen wir es jetzt aber anheben. So. Na. So. So, genau. Aber hier sind die sind alle falsch hier. Daran liegt das. Na komm. Okay. Was habe ich denn da gemacht? Gucken wir uns das gleich mal hier an. Wieso ist alles doppelt? So. So, so, so. So und so. Hier nicht. Da war es auch nicht. Also gut. Dann gehen wir jetzt bei. Ziehen hier den Weg weiter. Ups. Natürlich auch hier wieder. Dann drehen wir wieder. Immer ein bisschen langsamer gehen. Kein Bock hier irgendwas zu beschädigen. Und natürlich. Warum er das macht, ich weiß nicht so genau. Nehmen wir das hier einfach weg. Kümmern wir uns später drum. So. Und dann natürlich. Wenn wir das hier ransetzen würden, würdest du wieder runtergehen. Deswegen machen wir da eine kleine Pause zwischen. So. Und wir nehmen ja wieder. Oder hat das nicht gemacht? So. Zack. Baum ist weg. Sagen wir so. Das heißt, hier drin haben wir eins. Hier draußen haben wir eins. Auf eine Reihe. Machen wir die ganzen Bäume hier weg. So. Ein paar, ein bisschen größer kann man es ruhig machen. Umso mehr Leute passen da rein. So. Ja, ihr beide müsst leider auch weichen. Die Umrandung. Einmal hier. Und einmal hier. Da lasse ich es weg. Falls ich noch irgendwas hinsetzen möchte. Bäume zum Beispiel. Entschuldigung. So, das ist erstmal die Grundgröße. So, dann wollen wir wieder. Oh, was ist denn jetzt los? Totaler Frosch im Hals. So, dann setzen wir hier erstmal einen Bademeister hin.
Einer reicht uns aber nicht. Deswegen setzen wir hier noch einen hin. Hier. Gerne auch hier und hier. Ruhig ein paar mehr, das ist mir egal. So. Dann wollen wir. Hier drin wird's wellig. So. Na. So. Und, also ich denke mal, dass wir dieses Schwimmbad in zwei Parts schneiden müssen. Hier drin gibt es auch noch ein paar Whirlpool. Aber in jeder Ecke ein. Erstmal. Auch hier draußen. So. Und so. Die können ja auch da oben lang gehen. Ne? Also das ist nicht das Problem. So, dann wollen wir ein Sprungbrett bauen. Das kann man auch höher setzen. Wollen wir aber nicht. Wollen wir das nicht hier drin bauen? Einmal eins. So, einmal hier eins hin. Und na. Ja, genau hier, dass wir an die Kante springen können. Machen wir. Hier zwei hin. So, müssen die nicht immer so lange Schlange stehen. So, dann haben wir hier eine Schwimmbaddusche. Duschen muss sein. Hygiene ist wichtig. Machen wir mal insgesamt hier drin jeweils zwei. Auf jede Seite neben dem Bademeister, damit er auch gucken kann, ob die Leute auch schön geduscht haben. So. Also auf jeden Fall mehr als genug. Und weiter geht es hier. Einmal da eine. Man kann ruhig ein paar mehr bauen, das ist nicht schlimm. Die Leute duschen halt gerne. So. Und noch ein normales Sprungbrett. Nee, nicht dahin. Lieber dahin. Nicht, dass ich hier auf die Köppe springe. Und hier genau vom Bademeister. So. Ausstieg. Na? Ich will doch nur eine Leiter bauen. Hier ist eine. Hier. Da. Da. Hier. Da. So. Da kommt eine hin. Hier kommt eine hin. Es ist einfach angenehmer. Ich mag das auch. Anstatt sich mal da rumzuhangeln am Beckenrand. Na, so. Da haben wir auf jeden Fall genug Leitern. Und ja. Ups, das war das Falsche, das wollte ich gar nicht. Die Lampen und so weiter müssen wir noch einbauen. Und natürlich auch wieder die Wasserrutschen. Die Wasserrutschen, darum kümmere ich mich als erstes jetzt erstmal. Und zwar. Eine normale Wasserrutsche. Was haben wir denn da? Spritzorgie. Das kann man aber auch falsch verstehen. Vogelflug, Draufgänger. Wir nehmen die Spritzorgie. Wo? Also gucken. 1900, das können wir uns noch leisten. Wo kommen denn die Leute ins Wasser? Ne, die drehen wir und setzen die hier hin. Obwohl. Das ist blöd, dass der Eingang so weit weg ist. Weil wenn wir es nämlich drehen. Seht ihr, der Eingang ist da oben, also der Aufgang ist da oben.
Das heißt, man muss wieder mit Höhen arbeiten, dann laufen die Leute wieder nicht hoch. Obwohl, was haben wir denn noch am Platz? Hier. Das kostet, also das Ding nimmt mir zu viel Platz weg. Ich will eine kleinere haben. Also eine, die nicht so riesig ist. Also groß soll sie schon sein, aber nicht zu klein. Wasserstrom? Wollen wir mal gucken. Okay, hat sich gleich wieder erledigt. Rafting-Rutsche. Wie sehen die denn dann aus? Voll nach unten. Boah, 10.000. Ja gut, das kann man schon vergessen. Wir haben nur 2.500. Dann nehmen wir auf jeden Fall wieder das aufblasbare Schiff. Das ist nicht so groß, nicht so klein, nicht so blöd. Setzen wir einmal nach hier hin. Das heißt, wir müssen das Becken noch mal erweitern dort, aber das ist nicht das Problem. Und auch noch irgendwas. Die könnten wir nehmen. Nur als. Also die rutschen und fallen dann von oben herunter. Ja, komm, das machen wir. Das setzen wir. Das war einfach mal hier hin. So, jetzt haben wir noch 655. Das heißt, das brauchten wir ja. So, die rutschen. Ich habe keinen Bock, dass die mir hier abrutschen und an die Kanten fallen. Dann machen wir es lieber doch so. Und dann machen wir es schon bald nochmal größer. Und zwar, ups, so. Oh, nicht genug Geld. Dann machen wir es erstmal so. Auch nicht genug Geld. So. Das würde noch nicht reichen. Würden die Leute jetzt da reinfallen oder? Nee, noch nicht ganz. So. Ja. Das war auf jeden Fall ein guter Einstieg. Wir haben kein Geld mehr. Das heißt, ich muss erstmal ein bisschen wieder laufen lassen, um ja, Einnahmen zu bekommen. Wir werden auf jeden Fall ordentlich an Leuten verlieren jetzt von den Besuchern, weil das Schwimmbad ja weg ist. Aber nun gut. Ja, den Weg müssen wir auch noch bauen. Ja. Wenn es euch gefallen haben sollte, lasst auf jeden Fall ein Däumchen da. Ich würde mich über nette Kommentare von euch freuen. Natürlich auch über Feedback jeglicher Art. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mein Name ist Atabum. Haut rein, Leute.